Unighost, kannst du dich mal ein bisschen bewegen? Ich glaube, das ist der Debug, die Debug-Funktion. Unighost? Hey, was geht denn ab? Hast einen Moment? Klar. Wie ist denn die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Hart und schmutzig. Ich wünschte, ich könnte an einem gemütlicheren Ort wie in der Näherei arbeiten. Okay, zeig mal deine Waren. Guck mal, Flachs. Hier können wir Flachs kaufen. Okay. Könnten wir bei ihm also kaufen, aber ich dachte, ich muss meine Steuern bezahlen. Management. Steuern. Komisch. Okay. Feld. Größe 1x1. Werkstatt. Keine Arbeiter. Näherei nicht gebaut. Okay. Gebäudelimit. 3 von 4. Oh, muss ich auch ein bisschen aufpassen. Naja, gut. Dann, hier mal gucken. Hier, guck mal, hier kriege ich 50. Ah, wenn ich geflirtet habe, kriege ich 50 Punkte. Das ist ja gut. Na dann flirten wir mal, was das Zeug hält. Tschüss, Unighost. Und bis morgen. Adelina, zeig mir deine Waren. Ah ja. Okay, tschüss. Ja, ja, du bist verheiratet. Ich glaube sogar mit Unighost. Ich sollte mal lieber gehen. Was macht Unighost da oben? Im Gestrüpp. Man muss bestimmt überprüfen, ob die das Dach ordentlich gedeckt ist. Oder so. Wir gehen jetzt erstmal pennen. Gute Nacht. So. Tag beendet. Tag gestartet. Es geht immer so super schnell. Ich finde das ziemlich cool. Zack, geht's direkt los. Und es ist Herbst. Es ist Herbst geworden und es regnet. Es regnet. Guck mal, hier sind ganz viele Quests in der Stadt. Das ist ja cool. Ganz viele Questen in der Stadt. Aber ich wollte doch rübergehen flirten. Ich kann auch hier mit Leuten flirten, aber die wollen alle nicht. Lief da jemand? Nee, ich sehe immer Leute, die hier gar nicht da sind. Hallöchen, Popöchen. Bald Wiener. Hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Entschuldige, dich kenne ich nicht so gut. Okay. Leopolda. Ich bin dabei, eine neue Siedlung zu gründen. Okay, wir brauchen 50. Dann... ich glaube, Snowit geht's nicht so gut. Ich gehe mal lieber weiter. Kackenwetter heute. Was für ein Kackwetter. Ich guck mal hier, wo die Quest uns hinführt. Bist du das, junge Dame? Edburga. Hallo, kann ich dir bei etwas helfen? Hast du zufällig Samen bei dir? Ich lege einen kleinen Garten für mich an. Könnt wirklich welche brauchen. Ich lasse dich wissen, wenn ich welche übrig habe. Ich wäre dankbar. Ende des Dialogs. Der kleine Garten. Nebenquest. Lieferung. 2x Kohl und 2x Zwiebelsamen. Dafür bekommen wir Flachsamen und Dynastiepunkte. Und dann können wir jemanden in unser Dorf packen. Das heißt, ich muss mich jetzt erinnern, wer die Samen verkauft hat. War es Olga? Adelina? Olga. Nee, Olga war es nicht. Hallo, zeig mir deine Waren. Wir brauchen Zwiebelsamen. 2x. Kaufen. 2 Stück bitte. Oh, teuer. So, danke schön. Auf Wiedersehen. Und Kohlsamen. Wo bekommen wir Kohlsamen her? Hier vielleicht? Hatte sie Kohlsamen? Hello. Zeig mir deine Waren. Oh nein, hier gibt es nur fertige Sachen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Unighost. Ich möchte gerne meine Steuern mal bezahlen, so langsam. Zeig mir deine Waren. Nee, so geht das nicht. Ich kann meine Steuern nicht bezahlen. Leute. Ich muss mal hier... Der Regen ist echt laut. Ist das Umgebung?
Ich mache die Umgebung mal 50 und dann gucken wir mal, ob das besser ist. Ja, es ist, glaube ich, besser, oder? Ich hoffe. Schreibt es mir gern, wenn ich es noch mehr ändern soll. Alice, hallo Alice. Hallo. Kann ich dir denn bei irgendwas helfen, liebe Alice? Ich brauche die Hilfe eines starken Mannes. Ich werde dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Bin gleich wieder da. Münder zu füttern. Gucken wir doch da mal rein. Steht hier eigentlich, wie lange die Quest läuft? Nee, ne? Nee. Fünfmal Fleisch. Gut, ich wollte eh jagen gehen. Das können wir dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. So, und hier oben ist noch eine Quest. Die würde ich auch direkt annehmen. Hallöle. Edwin. Hallo. Kann ich dir was irgendwas helfen? Du kannst mir helfen, ein Problem zu lösen. Mhm. Vor kurzem kam es zu einer Überpopulation dieser Tiere. Und sie wurden zu einer Bedrohung für das Gleichgewicht in diesem Gebiet. Kannst du sie loswerden? Na klar, los geht's. Mit Tieren überfüllt. Jage Hasen. Dann machen wir das doch zuerst. Ach so, nee, scheiße. F. Weil damit kriegen wir ja dann direkt Fleisch. Aber das sind die jetzt markiert? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Aber wir sehen auch noch keine Hasen. Aber wir haben eine Hasenfalle aufgestellt. Uiuiui. Wir haben eine Falle aufgestellt, das weiß ich noch. Das war jetzt unser Speer. Ich, latsche hier einfach mal ein bisschen rum und guck mal, was ich tun kann. Ich glaube, Kohlsamen muss ich eventuell in dem anderen Dorf kaufen. Über den Fluss. Jage Hasen. Ich kann ja mal die Questtexte lesen, fällt mir gerade ein. Die Zahl dieser Satire ist zu hoch. Ich muss versuchen, sie zu reduzieren, um das Gleichgewicht im Gebiet wiederherzustellen. Jage Hasen. Es ist nicht möglich, ein Abendessen ohne Zutaten zuzubereiten. Ich hoffe nur, dass ihre Suppe nicht zu salzig sein wird. Liefere Fleisch an Alice. Und ich brauche ein paar Samen, die jemand in einem kleinen Garten anbauen kann. Okay, aber hier sind irgendwie keine Karnickel. Ich sehe kein Häschen. Seht ihr Häschen? Hm. Ich kann nur eine Hasenfalle gleichzeitig aufstellen, leider. Ich guck mal in die Falle und dann flitzen wir mal rüber zu Inga. Das sieht doch schon mal gut aus. Hase. Okay, das zählt nicht zu jagen. Da ist ein Hase. Das war einfacher als gedacht. Oh, der Arme. Oh nein, der sieht so flubbelig und weich aus. Oh. Und sag mal, ist gerade unser Speer eigentlich kaputt gegangen? Das ist irgendwie uncool. Hier ist ein Pilz. Das ist ein Fliegenpilz. Den kann man nicht essen. Leuchtet der? Der leuchtet. Guck mal, hier leuchten ganz viele Pilze. Pilz. Ein Röhrenpilz. Ich guck direkt mal rein. Eine Nahrungsressource, die roh verzehrt werden kann. Sie stellt eine kleine Menge Nahrung wieder her. Sie kann im Herbst in den Wäldern gefunden werden. Ich glaube, das ist ein guter Pilz. Sieht so aus. So. Werkstatt. Wir brauchen einen neuen Speer. Hölzerner Speer. Wir brauchen ein Rundholz dafür. Dafür brauchen wir ein Rundholz. So. Lieber Baum, du bist der Nächste. Oh, ach, wie schön. Guck doch mal, wie schnell das jetzt geht. Ein Träumchen ist das. Ein Träumchen. So. Plüpp. Na, plüpp. Oh, nochmal. Halt, stopp. Halt, stopp. Bleibst du hier. Rundholz. 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 Crafting Speer. So.
Dann packen wir mal ganz kurz den Hammer aus und werden mal die anderen Rundhölzer los, dann weil die so schwer sind. Klopp. So, packen den Speer wieder aus. Aber ich, oh, das ist ein bisschen doof, dass wir den immer wieder neu auf die Taste legen müssen. Ausrüsten. Jetzt gucken wir weiter nach Kaninchen. Wir haben einen von 6 Hasen gejagt. Weiter geht's. Ich sehe keinen. Da, rennt einer. Ah, vorbei. Mist. Mist, Mist, Mist. Was sind das hier für Pilze? Ein Riesenschirmpilz. Können wir den essen? Riesenschirmpilz. Eine Nahrungsressource, die roh verzehrt werden kann. Sehr gut. Dann sammeln wir die doch alle mal auf. So, ich denke, wenn wir jetzt noch ganz viele Pilze sammeln und wir haben noch die ganzen Beeren, ich hoffe, die halten so lange, da müssen wir gleich mal gucken. Nicht, dass die dann alle schlecht werden. So. Jetzt müssen wir natürlich das Karnickel wieder suchen. So. Pilz. Oh, wie viele das sind. Na, da werden wir auf jeden Fall satt. Ich sehe kein Kaninchen. Seht ihr ein Kaninchen? Sehen wir das Kaninchen mit dem Witcher-Sinn? Dann muss ich es wahrscheinlich erst so sehen, um das rauszufinden, nicht wahr? So. Ich latsche hier mal so ein bisschen durch. Mit Glück finden wir gleich eines. So. Kaninchen, wo bist du? Komm, put, 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 put. Ich sehe irgendwie nur Pilze überall. Das ist kein Kaninchen. Könnten wir jetzt auch jagen, aber wir haben nur den einen Speer dabei. Das wird leider nicht funktionieren. Was sind denn die Kaninchen? Ich weiß nicht, aber mit einer Überpopulation müssten die noch ein paar mehr sein, oder? Geh mal rüber über den Fluss auf die andere Seite. Wir müssen ja heute auch noch die liebe Inga besuchen. Wobei es wahrscheinlich mehr Sinn macht, hier mit einer Lady zu flirten, die bei uns einziehen kann. Aber egal. Wir gehen trotzdem mit Inga flirten, einfach nur für die Quest. Kein Kaninchen. Verrückt, wie viele Pilze hier sind. Jetzt reicht's aber mit Pilze sammeln. Wir gehen jetzt mal rüber. So. Kann uns der Regen eigentlich was tun? Beziehungsweise tut uns der Regen eigentlich irgendwas? Ich bin mir unsicher. Müssen wir gleich nochmal gucken. Nicht, dass wir jetzt gleich hier super fix und foxy sind vom Regen. Ein Pilz. Hier ist alles voll mit Pilzen. Ich werde abgelenkt. Ich. Zum Dorf jetzt. Zap, zap. Mal gut jetzt. Frau Pilze sammeln. Oh, ein Pilz. Finger weg. Stop it. Inga hat hier gewohnt. Ist sie denn zu Hause? Milena. Nee, nee, nee. Wollte eigentlich nur den Speer wegpacken. Inga. Inga, nein. Bist du Inga? Ida. Nee. Ah, zeig mir deine Waren. Ach ja, die hat Tierfutter und so verkauft. Wir können aber mal unsere Weidenkörbe eigentlich verkaufen, allesamt. Zack. Nehmen wir die mal los. Tschüss. Tschüss. Frieda. Nee. Oder? Nee. Nee, 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 die ist zu alt. Witcher Sinn. Inga, da oben. Inga! Nee, hä? Da ist die Inga. Die Inga ist bei den Hühnchen. Hallo, Inga. Hey, hast du einen Moment? Sicher, worum geht es?
Wir haben tolles Wetter, findest du nicht? Nicht wirklich. Ich hasse es, wenn es düster ist und regnet. Oh, eine schöne Frau. Oh, ich kenne dich nicht gut genug. Oh, Mann. Haben wir hier noch irgendeinen Händler? Otto? Da. Falibor. Falibor ist da unten. Vielleicht hat der Kohlsamen. Ihr wisst, wir suchen immer noch Kohlsamen. Hallo Falibor. Zeige mir deine Waren. Falibor verkauft nur Zeugs. Wer ist mit euch hier? Nee. Gut, dann suchen wir jetzt wieder Karnickel. Die Frage ist, wo findet man Karnickel? Nein, theoretisch läuft da eins. Sehr gut. Nein, nicht abgekommen. Wo ist es hin? Da ist es hin, scheiße. Das kann man auch wirklich schwer sehen. Da läuft's. Da läuft's. Es ist ins Haus gelaufen. Zum Haus, am Haus vorbei. Wo ist es hin? Da läuft's. Wir kriegen das. Keine Sorge, wir kriegen das. Man kann das hier nur echt schwer sehen. Ach Mann. Hör doch mal auf, dich hier im Gestrüpp zu verstecken, Kaninchen. Wo ist es hin? Oh, scheiße. Oh, so knapp. Menno. Es ist verschwunden. Das ist gemein. Es ist mir entwischt. Da hinten rennte was. Rennte vor allem. Rannte etwas. Die kann man echt schwer sehen, die Kaninchen. Oh, so. Stop it. Manu. Keine Ahnung, wo das hin ist. Oh. Na gut. Okay. Okay, okay. Wir gehen wieder zurück. Über die Brücke wieder zurück. Weil wir müssen Kohlsamen finden. Und wir müssen mal gucken, können wir das Rezept freischalten für Bögen. Holzschuppen? Nee, einfaches Haus. Hier, Jagdhütte. Bogen. Und ein Stapel mit Pfeilen. Dafür brauchen wir auch noch Federn und so ein Kram. Oh, das ist aber viel. Okay, wir brauchen da echt viel für. Vielleicht sollten wir doch erstmal mit Speeren weiterjagen. Okay. Okay, Leute, ist da was? Wir hacken jetzt mal hier noch den Baum. So. Zack. Und nochmal. Zack. 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 Und machen uns jetzt mal Crafting. Speer. Mal drei Speere. Und gucken nochmal, dass wir da oben die Hirsche, Elche, was auch immer das sind. Hirsche, glaube ich. Erwischen. Weil wenn wir die da oben uns geschnappt haben, können wir zumindest schon mal die Fleischsammelquest abgeben. Ich denke, das ist schon mal eine ganz gute Idee. Könnt ihr jetzt vielleicht der Regen mal aufhören? Es reicht doch jetzt mal mit Regen. Hat genug geregnet. Danke. Danke. Wir haben es jetzt mal gesehen. Ist ausreichend gewesen. So, in der Falle ist immer noch niemand. Schade eigentlich. So, ich sehe kein Kaninchen. Leider sehe ich immer noch kein Kaninchen. Ich wiederhole mich gern nochmal. So eine Überpopulation sieht für mich irgendwie anders aus. Naja, jetzt sind die Hirsche ja noch hier oben irgendwo. Nein, sind sie nicht. Schade. Schade. Aber wir suchen trotzdem weiter. Irgendwo sind die bestimmt. Vielleicht ist hier oben auch irgendwo ein Karnickel. Wer weiß das schon.
Wir suchen einfach weiter. Und hier oben sieht man auch viel besser. Wenn jetzt hier irgendwer wäre, das wäre echt cool, weil hier kann man viel besser sehen. Oh, ein fliegender Grasbüschel. Ui. Hier, Hirschi, Hirschi, Hirschi. Hier, Hirschi, Hirschi, Hirschi. Aber hier ist halt auch gar keiner, ne? Liegt das am Regen? Verkrümeln die sich alle bei Regen? Kann das sein? Dass sowohl die Kaninchen als auch die Hirsche und so, dass die sich dann einfach... Dass die einfach einen Abflug machen, wenn es anfängt zu schütten. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich hier so rumwusel, dass wir irgendwie in die Wölfe laufen oder so. Das wäre halt echt uncool. Ihr erinnert euch, was passierte zu seiner Zeit